Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Ich bin unterwegs im Pretty Baby, das ist der Hero Awesome. Und ich bin über ein Steinchen gestolpert. Ich habe Schaden am linken Bein genommen. Nun denn, droppen wir mal runter, dass wir noch mehr Schaden am linken Bein nehmen. So, ich bin unterwegs mit einem Bild für diesen geilen Hero Mech, der sich insgesamt immer ein bisschen schwer damit getan hat, so richtig geil daherzukommen. Also es gab gute Builds, aber es gab immer andere Awesomes, die auch irgendwie besser waren und so weiter. Auf jeden Fall bin ich froh, dass Mecha mir ein Bild gegeben hat. Proberunde waren jetzt 700 Damage, kein Kill, verloren. Aber Potenzial hat das Teil. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier vielleicht einen Win rausholen oder zumindest mal 500 Damage, 1 bis 2 Kills. Das wäre schon mal ganz angenehm. Von daher arbeiten wir uns jetzt schön nach vorne mit dem Team. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob es klug war, hier runter zu gehen oder auch nicht. Gehen wir mal gleich wieder hoch. Wir haben für die Long Range zum Nerven ein LRM-10er mit Artemis. Dann für die Mid Range bereits zwei Medium Range Missiles in der 20er Variante. MRM-20. Die sprechen sich immer so scheiße eigentlich. So, und. Oh, schade, der haut wieder ab. Für den Nahkampf dann, zusammen mit den Medium Range Missiles, wenn man dann die Hitze übrig hat, haben wir zwei Medium Pulse Laser gepaart mit einer Snap Nose PPC, aka die Nahkampf PPC. Oder die Nahkampf Blitzschleuder, da freue ich mich sehr drauf, das Ding nochmal richtig einzusetzen. Ich habe auch schon den ein oder anderen Mech damit zusammen hier bastelt, aber da geht immer noch ein bisschen mehr. Wobei, ich glaube, der Dual Heavy Gauss, Dual Snap Nose PPC Mauler dürfte da schon so den ein oder anderen Spaß mit sich bringen. Oh, der Assassin ist wahrscheinlich zu schnell wieder weg. Hier vorne. Ein Buschwackler. Ach, alles zu viel mit Deckung, aber wir scheinen so ein bisschen zu pushen. Von daher Hakengas hinterher. Oh, sie wurden, glaube ich, auf der rechten Seite aufgeraucht, wenn ich das richtig sehe. Ne, linke Flanke. Da war irgendwas. Ach, ich weiß auch nicht. Ich hab gerade echt keinen Plan. Keine Entscheidung, wo ich hingehen soll. Aber ich vermute, der Gegner wird versuchen, hier zu flankieren. Da, der Hanshi, der macht das auf jeden Fall. Yo! Und es wird gerade sehr hart. Ich muss wieder zurück. Zu viele Gegner. Huhu. So, wir schrecken sie aber direkt mal ab mit einem Strike. Das ist immer ganz praktisch, da wird einem so schnell keiner hinterherlaufen. Hat der Kleine da tatsächlich. Dem fehlt ein Beinchen. Süß. Ein Linebacker. Schade. Na, ich habe schon ziemlich viel Panzerung leider abgegeben. Oh Gott, Leute, ey, da von da hinten so ein Dackersturm, ne? Es geht immer so mies auf die Sicht. Der Jagemeck da. Wir können jetzt. Wir haben nicht mehr so die Kapazitäten, hier mega reinzupushen. Aber ich hänge mich jetzt mal an deine Fersen, Digga. Ich will doch auch einfach nur hier hin und was kaputt machen. Ah, Seitentor hat er weg. Er ist also ein Brawler. Der mir den Rücken zuwendet. Jo, finde ich erst rein. Und. Boom! Come on! So, Kill abgestoppt. 6 zu 8. Gegner steht ein bisschen besser da als wir. Black Widow hat nichts mehr. Können wir uns nur noch den Kill securen. Autsch, das ging hart in den Rücken. Ich muss erstmal wieder ein bisschen runterkühlen. Ach, fuck, was drücke ich denn die Long Range Missiles? Ein Teamkill haben sie hingelegt. Passt rein. Oh Gott. Er stimmt einfach drauf los mit seinem Mauler. Ach, so, er haut ab mit seinem Mauler. Shit. Ja, ich kriege natürlich hier direkt wieder Damage ab. Schön aus Maul hier. Verdammt. Ein geleckter Direwolf. Ein Warhawk. Mit offenem Center. Ich glaube, darauf warte ich. Der soll hier mal herkommen. Oh, da hinten ist was. Komm, da geht was. Alles drauf. Jetzt habe ich alles auf. Shit. Ja, ich bin noch nicht so ganz drauf eingespielt. Aber zum Glück verzeiht der Awesome zumindest ein paar Fehler. Komm schon.
Ja! Und überhitzt! Fuck! Oh, da sieht man mein Mac so richtig brennen. Ah, fuck. Bye bye. Nun denn, es ist kein Win geworden. Also man kann damit auf jeden Fall ein bisschen besser spielen, aber das ist mal ein geiler Bild tatsächlich für die Kiste. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze auszuprobieren. Ich habe mich noch nicht so ganz auf die Hitze eingespielt, sag ich mal. Also ich bin noch zu sehr dabei, dass ich alles einsetze an Waffen, was ich so habe. Und das ist natürlich dezent ungünstig in der einen oder anderen Situation, wenn man dann auch noch überhitzt und vor dem Gegner dann, naja, komplett herunterfährt. Das sollte man vielleicht nicht machen. Aber so, ich kann euch den Mac einfach wirklich uneingeschränkt empfehlen, wenn ihr mit der Temperatur klarkommt. Wenn es zu warm ist, kann man natürlich den LRM-Werfer auch noch rausnehmen. Wir haben ja gerade, also hier war jetzt oft die Situation, dass man den LRM-Werfer nicht so oft benutzen konnte. Klar, kann man damit aber schon auch die dauerhaft auf Distanz immer schön ein bisschen die Gegner nerven und sowas. Und vielleicht auch mal, wenn jemand abhauen will, noch einen hinterher setzen. Das funktioniert prinzipiell ganz gut. Für mich ist es noch schwierig, muss ich zugeben. Solche Builds meide ich normalerweise, dass man so einen LRM-Werfer zum Nerven dabei hat oder sowas. Aber so prinzipiell, der Ding, ihr habt es gesehen, ich bin im Pilot Skill Ranking aufgestiegen, Match Score von 400, fast 700 Damage, ein Kill und sowas. Und, kann man halt nicht so viel gegen sagen. Irgendwie. Also hier, so sieht das Ding aus. Light Fusion Engine, eine 300er an dieser Stelle. Hier die beiden Pulse Laser und dort die PVC in den Arm gesteckt. Linke Seite die Medium Range Missiles. Finde ich ganz praktisch, weil man hier da die größere Beweglichkeit einfach hat. Und der LRM-Werfer, dem ist es egal, wo der steckt. Wenn man das Ziel hat, wenn man den Lock hat, dann fliegt er halt los und macht seinen Schaden und ist glücklich. So, ansonsten hier Double Heatsinks Endosteel und alles vollgestopft bis oben hin mit Double Heatsinks. Und auch ganz gut gepanzert tatsächlich. Also von möglichen 75 hat er 63 in den Beinen. Was echt wohl ordentlich ist. Und ja, insgesamt einfach wirklich ein schöner runder Bild. Geskillt habe ich die Kiste entsprechend erstmal natürlich hier Auxil in einen zusätzlichen Slot. Mobility, dass wir Speed Freak am Start haben. Da, das ist schon ein bisschen her, scheinbar mit der Skillung, weil hier, stimmt, ich habe damals nur ein bisschen, als ich den Bild vom Mecha übernommen habe, habe ich nur ein bisschen bei Firepower angepasst. Allerdings, Torso Speed eigentlich rausnehmen und Anchor Turn dafür rein, weil da die gesamte Drehung des Mechs schneller ist. Und hier ist Survival. Schön alles vollgestopft, damit wir mehr Struktur und mehr Panzerung haben. AMS Overload und das Reinforced Casing lasse ich dann immer weg. AMS, weil ich keins drin habe. Das Reinforced Casing, das ist immer die Wahrscheinlichkeit, selbst einen kritischen Treffer zu erleiden, ist hiermit reduziert. Und hier ist es halt, es sind jetzt 7%, wenn ich das noch aktivieren würde, wären es 8% reduzierte Wahrscheinlichkeit, einen kritischen Treffer zu erleiden. So, und hier ist die Skillung für die Kiste. Und nee, das habe ich tatsächlich nicht angepasst. Ich hatte nämlich einen Laser und, Laser und Blabla-Bild. Laser- und Short-Range-Missiles. Hier, Range zum Beispiel, da könnte man drauf verzichten. Hätte man nochmal ein bisschen anpassen können. Aber wobei, ich glaube, ich sehe gerade, es gibt eigentlich keine passende Ausweichmöglichkeit für Range. Also von daher, das ist schon okay. Skillung kann man, glaube ich, so übernehmen. Nun denn, ich glaube, das war es soweit. Wenn ich mir gerade den Skilltree so angucke, das sieht eigentlich doch eigentlich ganz. Das passt auf jeden Fall für den Build. Mhm. Okay, beenden wir das Video mit ein bisschen Unsicherheit. Besten Dank fürs Zugucken. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ach ja, es wird dann wahrscheinlich erst im Montag oder Dienstag wieder ein Video kommen, weil jetzt am Wochenende unsere kleine Orks-Alarm-Party am Start ist und ich dann, also bis dahin, ich hab Termine, kann nichts aufnehmen. Ab Freitag ist die LAN am Start. Wir haben nicht entsprechend das Internet, dass ich was hochladen könnte. Also von daher, ne, so läuft es denn. Haut rein, bis zum nächsten Mal.